Fürsprache der Gottesmutter Maria, dürfen wir uns in fürbittendem Gebet an Gott richten und im Namen Jesu beten. Für Papst Franziskus, Bischof Vite und für alle, denen die Verkündigung der frohen Botschaft als besonderer Dienst aufgetragen worden ist, erfülle sie in ihrem Dienst mit den Gaben des Heiligen Geistes. Erhöre uns, dass sie stets zum Wohl derer handeln, die ihnen anvertraut sind. Erhöre uns, Christus. Für unsere Familien, dass Eltern und Kinder einander verstehen und schenke ihnen auf die Fürsprache der Heiligen Jacinta und des Heiligen Francisco die Gnade, den Weg der Heiligkeit gemeinsam zu gehen. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Für unsere Verstorbenen, besonders für jene, die uns den Glauben weitergegeben haben, vergib ihnen alles Gute, was sie uns in ihrem Leben gaben, mit dem ewigen Leben bei dir in Herrlichkeit. Erhöre Amen.
sein neuer und vor Gott wieder richtigen Vater gefallen. Ja.
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wieder, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung des Sünden. Tut dies zu meinem Gericht. Amen.
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
Der Herr sei mit euch.